München, in München sind am Donnerstagmorgen, 5. September, Schüsse vor dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt gefallen. Die Polizei eröffnete das Feuer auf eine verdächtige Person. Update, 10.32 Uhr, Polizei veröffentlicht neue Informationen. Nun ist der Hergang des Vorfalls am NS-Dokumentationszentrum in München von der Polizei bekannt gegeben worden. So sei von Polizisten eine Person gesehen worden, die augenscheinlich eine Schusswaffe getragen habe. Die Beamten eröffneten daraufhin das Feuer, die Person wurde getroffen und verletzt. Hinweise zu weiteren Verletzten seien derzeit nicht bekannt. In einem Video, das der SZ-Journalist Ronen Steinke auf der Plattform X veröffentlichte, hört man klar und deutlich Schussgeräusche. Eine Vielzahl an Salven sind in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums abgefeuert worden. Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des israelischen Generalkonsulats eine verdächtige Person niedergeschossen. Beamten hätten dort am Vormittag mehrere Schüsse abgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf weitere Verdächtige gebe es derzeit nicht. Ob es weitere Verletzte gab, blieb zunächst unklar.